So, aber weiter. Das hier ist die Polizeistation. Ja, okay. Im Mittelalter heißt es nicht Polizeistation. Das ist dann wahrscheinlich die Kaserne mit den Zellen hier. Denn hier ist der Empfang. Und hier unten sind dann die Zellen. Die sind eigentlich alle gleich aufgebaut. Deswegen werde ich jetzt. Okay, oben werde ich nochmal eine zeigen. Ja, hier ist das Klo. Oh, ich habe das Ganze noch nicht bewässert. Ja, ich bin halt noch nicht fertig. Schlafplatz, Waschbecken und Toilette direkt nebeneinander. Dort oben die ganzen, weil die dort oben nicht so feinsäuberlich wie die hier unten oder so das tun. Warum ging die Falltür zu? Ich habe keine Ahnung. Die geht irgendwie nach einer Weile immer automatisch zu. Ist anscheinend irgendwie einprogrammiert, keine Ahnung. Und dort oben wachsen dann halt schon die Algen, weil die dort nicht unbedingt das Klo treffen und halt auch gerne mal eine Überschwemmung verursachen. Du bleibst oben. So. Und gehen wir mal nach oben. Ja, dort kommt man eigentlich nur durch, wenn man die Sekretärin gefragt hat. Nein, nicht Sekretär, dort wird garantiert ein Polizist dann sein. Oder eine Wache. Die Polizisten von früher. Und hier oben, auch hier, treffen die nicht das Klo und es sieht sehr einsam, kalt und gleich aus. Aber zum Teil haben sie einen schönen Ausblick. Manche wiederum auch nicht. Der unten rechts, wo wir eben drin waren, nicht. Der kann von außen dann mit Tomaten und sonst was beworfen werden. Hier ist dann die Lounge für die Gefangenen und auch für die Wachen. Und hier oben der Beobachtungsposten, um dann halt zu schauen, okay, wer macht Döniken, wer nicht. Wen müssen wir mal wieder einsperren und ein bisschen foltern? Eine Folterkammer muss ich auch noch bauen. Also ich habe keine Ahnung, wie man eine eiserne Jungfrau ohne Mod bauen sollte. Okay, hier dann auch nochmal, um ein bisschen besser und weiter zu schauen und um auch zu sehen, welche Schiffe kommen in den Hafen und sonst sowas. Ja. Gehen wir mal runter. Gehe ich mal gleich hier lang. Ja, das Haus habe ich noch nicht fertig gebaut. Mehr als hier sieht man jetzt auch nicht. Aber ja, vielleicht baue ich den Weg noch irgendwann weiter oder hier noch ein paar Häuser hin und so. Auf jeden Fall hier so auch noch eins hin. Ja, man sieht dieses Unable to locate sein ist echt nervig. So, hier soll ein Laden rein später. Noch sehr duster, ich habe hier noch nie ausgeleuchtet, okay. Und ja, auch mit schönem Ausblick auf das Schiff. Oder auf so ein paar Bäume, wo wahrscheinlich noch ein Haus hinkommt. Oder auf Wand. Okay. Okay, und zum nächsten. Hier ist auch noch nichts drin, wie ich schon gesagt habe. Aber mit Glas oben. Wodurch man dort nicht hingehen kann, weil die Deckenhöhe auch nicht ausreicht. Und man kann dann hier raus. Hier habe ich vor, noch ein weiteres Haus zu bauen, wodurch man dann hier überirdisch eine Verbindung zu dem Haus hat. Was ganz sinnvoll ist, finde ich. So, hier muss ich noch Packeln anbringen. Das mache ich. Wow, leck. Mache ich mal eben. So. Dann kommen wir auch. Gleich. Ne, da kommen wir gleich zu. Genau, wir gehen erstmal in das Gebäude hier rein. In das Haus meine ich. So. Hier fehlt noch eine Druckplatte, naja. So. Das hat schon Zimmereinteilung. Wo was hinkommt. Hier kommt wahrscheinlich eine Küche hin. Und dann geht's hier in den Garten. Die Pilze waren ja schon vorher, die habe ich noch nicht weggerissen. Weil ich die vielleicht noch irgendwie haben möchte. So. Ja. Einen schönen Garten haben sie noch, da fehlt noch die Gartentür. Ups. Na komm. So. Und sogar einen Balkon haben sie, um halt hier zur Seite rauszugucken. So ein bisschen. Und vielleicht den Nachbarn dort drüben zu grüßen. Auf jeden Fall, das wird eine echt schöne Stadt hier. Und hier können sie auch einen Weg gucken. Und hier kommt vielleicht ein Kinderzimmer oder sonst was hin. Aber kommen wir zu meinem
meinem Leuchtturm. Der. Ach Mist, den haben wir auch noch nicht ausgeleuchtet. Mach ich das mal eben. Der ist auch noch nicht richtig eingerichtet. Den habe ich. Ups, den habe ich auch. Die ganzen Gebäude hier von diesem Dorf sind innerhalb von 2 Tagen entstanden, glaube ich. Weil ich vorher nicht wirklich Lust und Zeit dazu hatte. So, da geht's auch noch hoch. Hier kann man auch rausgucken zum Teil. Der ist unten, hat er halt Metallstäbe, weil der kann auch gerne mal angegriffen werden. Von irgendwelchen feindlichen Schiffen. Aber das Feuer, finde ich, habe ich hier ganz geil gemacht. Und halt nochmal doppelt, weil doppelt hält besser. Naja, falls man das eine von unten nicht mehr sieht. Okay, wenn man nah dran ist, sieht man das eine eh nicht. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich fand irgendwie 2 sieht besser aus. Ein auch recht großes Feuer. So, kommen wir zu den Booten. Oder zu dem Steg hier. Ja, hatte ich mich erst verbaut und dann sind halt hier noch so ein paar Boote, um beispielsweise zu dort, nach dort zu reisen in den Hafen oder dort hinten hin, wo ich noch was bauen werde. Ja, und hier vorne für die Angler. Ja, warte, habe ich eine Angel dabei? Ne, aber gleich. Wo ist die Angel? Da ist sie. Nein. Die ganzen neuen Items, die hier drin sind, sind alle von dem Custom NPC Mod. Ich habe da nochmal das Texturenpack von DokuCraft drüber gehauen. Habe ich die Dateien in mein Mesa Texture Pack eingefügt. Wodurch das Ganze hier nochmal besser aussieht. Es gäbe zwar noch ein Hi-Res Texturenpack, aber die Datei wäre dann noch alt, wo die ganzen Items noch nicht gesplittet sind. Ja. Kann ich jetzt eingeben vielleicht? Angeln. Ja. So. Dann gehen wir mal angeln kurz. Ah, schön. Ah, da hinten geht gleich die Sonne auf. Ja, ist gerade nicht besonders spannend. Nein, zu langsam. Mist. Nochmal. Ja. Ein Fisch. Naja, immerhin das. Gut, den schmeiße ich wieder weg. Den Fisch habe ich mir rechtmäßig geholt. Und ich glaube... Ups. Und ich glaube, das war's dann auch schon mal. Ja. Ach nein, genau. Ich wollte noch die Hütte im Dorf zeigen. Zum Glück habe ich nochmal auf meine Liste geguckt. Schön den Sonnenaufgang entgegen. Mehr oder weniger. So... Nämlich hier. Das Gebäude ist neu. Hier wohnt Bosper der Bogner. Den Namen und die Idee habe ich aus Gothic 2 aus der ersten aus der einzigen Stadt. Dort wohnt nämlich auch einer namens Bosper und der ist auch Bogner. Und hier gibt es verschiedene Bögen zu kaufen. Die sind auch alle verzaubert, die dort oben drin sind und die wird er dann hier auch verkaufen. Allerdings muss ich den erst noch machen. So, Pfeile kann man kaufen, Kurzbögen, Stärke 1, Langbögen, Stärke 2, Schlag 1. Das sind die Verzauberungen auf Deutsch, weil ich in-game halt auf Deutsch gestellt habe, wie man es hier auch sieht. So, Eschenbogen, Stärke 3 und Schlag 2. Ja, man könnte noch stärkere Bögen machen, aber für die erste Stadt, weil ich vorhabe, hier so ganz langsam die Stadt zu einer Adventure-Map, wie nennt man das, umzufungieren oder so, fällt gerade das Wort nicht ein, deswegen wird das dann irgendwann eine Adventure Map sein, die ich vielleicht auch hochlade. Ich werde sie dann wahrscheinlich irgendwie hochladen, wahrscheinlich bei Mediafire, aber dann nicht unter meinem Account, vielleicht unter dem eines Kumpels, oder ich erstell mir selber ein, ich weiß es noch nicht. Hier unten sollte noch ein Gefängnis hin, wo der Bogner dann insgeheim irgendeinen Typen gefangen hält, den man dann befreien muss. Naja, die Musik gerade im Hintergrund hat mich mitgenommen. Ja, hier ist das Bad.
Mit einem Klo, wo die anderen einem beim Kacken zu können. Aber naja, man kennt ja diese Fenster, die so matt sind. Von zu Hause müsste eigentlich jeder kennen. Gibt es ja leider nicht zum Craften, deswegen normales Glas. Aber hier Hände waschen und so, deswegen hier auch die kleine Nische, damit man nicht alles sehen kann. So. Okay, hier ist die Dusche. Machen wir mal an. Yay! Dort oben ist ein Dispenser drin und hier eine Redstone-Packung und dort oben noch eine. Deswegen funktioniert das. So. Hier ist das Schlafzimmer der Eltern. Und hier oben wohnt dann der Sohn in einer eingeengten Sache, Ecke. Oder ein illegaler Einwanderer oder sonst sowas. Naja, ich weiß noch nicht, was ich draus mache. Die Geschichte fällt mir jetzt noch nicht ein. Ups, leck. So, die Küche. So, hier mit Kühlschrank. Und mit Ofen und Spüle. Und sogar einen schönen Balkon haben sie. Das liegt, naja. So, das war's dann auch. Und falls ihr glaubt, ich hätte noch irgendwas vergessen zu zeigen, was man jetzt vielleicht hier beim Überfliegen meiner Map erkennen kann, dann schreibt es in die Kommentare. Ich, die nächsten Folgen werden wahrscheinlich in einem Abstand sein, der nicht unbedingt, in einem Abstand sein, der variiert, weil ich ja erst wieder was Neues bauen muss. Und deswegen erwartet nicht, dass jetzt wieder jeden Tag eine Folge kommt. Das war nur, weil ich erstmal schauen musste, wie ich das mache und zeige und halt das Ganze ja mit den Folgen mache und so, und weil ich am Anfang auch sehr viel zu zeigen hatte. Deswegen erwartet jetzt nicht zu viele Folgen. So, und damit beende ich jetzt mit dieser wunderschönen, nicht aufgebauten Welt und einem Flug über meine Stadt. Von daher, bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss.